gigantische, monumentale Bauwerk am Fuße des Murat-Hügels von 60 Meter Höhe und 52,5 Meter Breite wurde unter der konkreten Leitung unseres großen Führers Genossen Kim Jong-il zur Welt gebracht. An die nördliche Seite des Triumphbogens sind die Jahreszahlen 1925 und 1945 eingemeißelt. Sie verweisen auf das Jahr, als der große Führer Genosse Kim Il-sung sich auf den Weg zur Wiedergeburt der Heimat machte und auf den Zeitpunkt seiner triumphalen Rückkehr in die Heimat nach der Befreiung. Die Trompete blasen in das ganze Land die Freude und den Jubel des Volkes, das den General Kim Il-sung empfing. An der Front des Balkons der nördlichen Seite ist die erste Strophe des unvergänglichen revolutionären Lobgesangs des Liedes auf den General Kim Il-sung eingeprägt, überflossen von der grenzenlosen Verehrung unseres Volkes zum General Kim Il-sung, der einen langen Weg des blutigen Kampfes gegen die japanischen Imperialisten hinter sich hat. Die Freude der Kämpfer der koreanischen revolutionären Volksarmee, die den General Kim Il-sung ins befreite Heimatland begleiteten, war unbeschreiblich groß. Das Relief an dem rechten Pfeiler, es lebe die Befreiung Koreas, gestaltet die antijapanischen Kämpfer, die nach dem General Kim Il-sung jubeln. Das Volk freut sich über das Triumphieren des Generals Kim Il-sung, der die Befreiung ein neues Leben mitgebracht hat. Das Relief an dem linken Pfeiler, es lebe der General Kim Il-sung, zeigt die unermessliche Begeisterung des Volkes, das den großen Führer Genossen Kim Il-sung empfing. Das bogenförmige Tor ist 27 Meter hoch und 18 Meter breit. Der Rand des Bogens ist mit 70 Azaleenflocken dekoriert, was den 70. Geburtstag des hochverehrten Genossen Kim Il-sung symbolisiert. An der östlichen Vorderseite des Balkons ist der Berg Baekdu, der heilige Berg der Revolution, wo die urreiche revolutionäre Tradition der Partei der Arbeit Koreas begann. Der Berg Baekdu symbolisiert die revolutionäre Tradition von Suzi, die vom General Kim Il-sung im 20-jährigen erbitterten revolutionären Kampf gegen die japanischen Imperialisten geschaffen wurde und bekräftigt die historische Bedeutung des Triumphs des großen Führers Genossen Kim Il-sung in die Heimat. Der Triumphbogen, ein für ewig überliefertes Denkmal der Revolution, trägt die erhabene Idee des großen Führers Genossen Kim Jong-il, der die große Leistung des großen Führers Genossen Kim Il-sung, die Wiedergeburt des Vaterlandes, von Generation zu Generation überliefern will. An der südlichen Seite des Balkons ist die zweite Strophe vom Lied auf den General Kim Il-sung geprägt. Der hochverehrte Genosse Kim Il-sung rettete das koreanische Volk aus der japanischen Kolonialherrschaft und befreite das Vaterland, verschaffte damit den absoluten Respekt des ganzen Volkes, worüber in der Gruppenwelt Respekt für General Kim Il-sung künstlerisch dargestellt ist. Das Relief am rechten Pfeiler zeigt das begeisterte Volk, das den General Kim Il-sung als die Sonne der Nation verehrt. Thank you.
Das Relief für den Aufbau des neuen Vaterlandes, das Relief am linken Pfeiler, stellt Figuren des Volkes dar, das sich nach der historischen Triumphrede des Generals Kim Il-sung hoffnungsvoll für den Aufbau des neuen Vaterlandes einsetzte. Sowohl in seinem Motiv als auch in seiner Form ist der Triumphbogen erhaben und prächtig und verkörpert gleichzeitig im großen Ganzen die architektonische Idee von Sukzee des großen Führers Genossen Kim Il-sung beim Monumentbau. In der architektonischen Hinsicht hat der Triumphbogen eine neue Architektur von modernem Typ geschaffen, die auf dem nationalen Baustil basiert. Die Dugong-Bauweise, eine von den spezifischen Bauweisen Koreas, wurde in den Bau des Triumphbogens eingeführt, sowie Pfeiler, Dachbetten, Dugong und Dachvorsprünge sind entsprechend dem modernen Geschmack harmonisch gestaltet. Dugongs sind, wie es in den koreanischen Bauten üblich ist, mit Blumen dekoriert, bringen damit eine nationale Emotion zum Ausdruck. Das traditionelle Giebeldach wurde in dreistöckige Dächer modernisiert und bringt dadurch eine ausgezeichnete architektonische Harmonie hervor. Auch bei der Aufführung des Triumphbogens wurde eine neue Technik entwickelt und so kann der Triumphbogen als ein ewiges Monument auch vor den schlimmsten natürlichen Bedingungen unbeschädigt stehen. Der Triumphbogen ist im wahrsten Sinne des Wortes ein monumentales und architektonisches Meisterwerk in einer wunderbaren Zusammenwirkung von modernen und nationalspezifischen Charakter. Die Errichtung des Triumphbogens in Pyongyang, Hauptstadt unserer Heimat, anlässlich des 70. Geburtstages des hochverehrten Genossen Kim Il-sung, war ein historisches Ereignis in der langen Geschichte der Nation Koreas. Das unvergängliche Monument Triumphbogen wird die hervorragenden revolutionären Verdienste des großen Führers Genossen Kim Il-sung von Generation zu Generation weiter überliefern.